Hallo und willkommen zurück zum Let's Play God Eater 2 Rage Burst mit mir, dem Leviathan 2. Die Apokalypse der Verschlingung hat begonnen und Dr. Sakaki hat einen Plan. Aber wir müssen zuerst mit allen darüber reden. Weil es ja auch so viel Sinn macht, nicht darüber zu reden. I don't know. Do you guys really think we can stop something like the devouring apocalypse? What do you mean? I can't imagine how powerful it must be. We're ultra strong, I know, but are we really strong enough to fight something like that? Wir können nicht einfach so aufgeben. Das ist das, was ich die ganze Zeit sage. You're all so incredible. Steck mich einfach nicht an. If I'm being honest, I'm terrified. This is the first time I've ever chosen to fight like this. This must be how God Eaters always feel before a battle. I think I'm starting to understand. The captain is right. I believe so strongly in all of you. I will fight beside you with all the power I have to give. Yeah. Yeah, you are right. You know, I remember Julius told us something. The very first time we had field training together. Humanity has faced enemies since ancient times. Humanity has always prevailed. He told us that blood power and all that was just the strength of our resolve. And it's even stronger when we're a team. Yeah, the will to bring us together. We will stop the devouring apocalypse. And that ain't all. We'll bring Julius back. Ah, ich liebe das. Wenn das. Ah. God Eater macht das so toll. Das ist cool. Also, ich meine, hier jetzt. In meiner Meinung nach macht es God Eater 1 besser. Aber einfach dieses. Ah, du hast halt den stummen Protagonisten und. Ja, schreit in-game vielleicht mal was. So wie Link grunzt und so. Und dann einfach irgendwann in einem besonderen Augenblick hast du Synchron. Hat der Charakter auf einmal eine Synchronstimme. Wie gesagt, meiner Meinung nach hat das erste Spiel noch besser gemacht, aber ich find's immer wieder lustig, wenn's passiert. Deine Entscheidungen sind oft unlogisch, aber sie haben uns jedes Mal gerettet. Also vertraue ich dir auch dieses Mal. Bitte triff unsere Entscheidung. Wir zeigen Julius die Kraft unseres Willens. Wir müssen uns mit Julius treffen. Und du? Ich stehe auch noch, das ist da alles. Ja, ja. Du bist da. Fran arbeitet im Hintergrund. Wie alle anderen hier. Aber. So, dann Planbesprechung. Habt ihr euch entschieden? Halte die Apokalypse auf. Verstehe. Nun gut, dann fange ich an zu erklären. Ja, wie gesagt, wir sind hier im Finale. Natürlich kommen ein paar Cutscenes. Mehr als sonst. Immerhin müssen wir in der Zwischenzeit nicht immer wieder Missionen dazwischen machen. It is a risk to be sure, but the only thing that can stop a devouring apocalypse is yet another devouring apocalypse. Director Sakaki, have you gone mad? Not at all. I mean, well, not this time. Listen, a devouring apocalypse begins with a singularity, such as Julius. They impose a devastating will to rewrite the world from scratch. With the power of another singularity to wake another devouring apocalypse, we could face this head on. I believe we would have the pure strength needed to counteract Julius's will. Before I even begin to explain singularities and apocalypses, I'll need to explain the Black Plague.
You see, the plague is a mechanism used to create a singularity. Julius overcame a merciless natural selection process to prove himself capable of taking on this role. Miss Yuno and the other patients who contracted the plague couldn't endure the selection. They're failures, in a manner of speaking. Failures? Director, there's just no way. You mean every death because the plague was meaningless? Not at all, and I'll tell you why. Here's the twist. The plague patients are only failures when you consider there to be only one singularity. Do you all understand? If we combine the will of those infected, it may indeed be more than enough to counter the completed singularity. Well, in theory at least. Yes, in theory, but we have no way to accomplish that. Precisely, Shiel. Now, the key to establishing a singularity is a powerful resonance, yes? After all is said and done, a singularity is merely a great will, and the expression of will is a great resonance. When multiple wills merge, they form a resonance, one that amplifies human hope. It multiplies that hope, spreading it over vast distances. Your blood unit is the ideal embodiment of that very resonance. Like as not, blood unit can't trigger a resonance that strong, and we fight at full strength. I'm afraid the infected have little chance. Ah, there's the rub. The plague is born of Oracle cells, and the patients, well, they don't have enough will to form an elegant resonance. However, will we solve the problem? Resonance is not the only harmony of human hope. It is not the only tool by which we can bind together will and strength. Lo, there are others. Isn't that right, Miss Yuno? Huh? You've always held that music brings together the hearts of its listeners as one, correct? Yes, I have. I want to believe that. Good answer. I want you to sing, Miss Yuno, like you've never sung before. Melody will be the catalyst to bind together our wills. I will. I'll do everything I can. Our success will depend on each and every one of you. When her song has bound the will of humanity together, use the evoke ability that dwells in your blood. The resonance it triggers will amplify this collective will and complete the singularity. You see? In brief, Miss Yuno gathers the willpower, and you, my good captain, shall amplify its strength with the power in your veins. We will create an apocalypse to fight apocalypse. Mad? Almost certainly. But it's the only choice we have. Ja, manchmal musst du ein bisschen verrückt sein, um die Welt zu verändern. Oder in diesem Fall die Welt zu stoppen, sie zu verändern. So, also, haben wir es. Der Plan steht. Wie besiegen wir eine Apokalypse der Verschlingung? Eine zweite Apokalypse der Verschlingung. Da haben sie was zu... können sie ein bisschen gegenseitig an sich nagen. Leute, für uns natürlich Spaß. Ich bin auch bereit. Wir werden siegreich sein. So, dann kann man wohl sagen, auf zur finalen Mission. So, Arie des Lichts. Ich glaube, ich brauche die Hast jetzt nicht mehr so sehr. Bodyguard. Wiederbeleben, aber hätte ich wiederbeleben lieber für Rüstung. Okay, wir nehmen hier den. Wo hatten wir es? Wiederbelebung. Einmal wiederbeleben werden. Sicherer Wurf können wir lassen und wir haben noch 40 für was anderes.
Das hier ist Burstaufladung. Dann haben wir noch eine Burstaufladung. Von mir aus. Sicher Bruch, Wiederbelebung, Burstaufladung. Klingt doch was für einen finalen Boss, oder? Wenn wir sterben, zwischen 2 und 5 werden wir einmal wiederbelebt. Einmal einen sicheren Bruch, was weniger nützlich ist, aber etwas anderes haben wir nicht. Und wir kriegen 2 Automat Bursts, was bei mir Leben bedeuten. Dementsprechend. Ich glaube, ich bin vorbereitet. Kannst du mich noch mehr vorbereiten? Ich glaube nicht. Ich habe hier nur noch irgendwas. Okay. Gut, dann. Let's get going. Der finale Boss wartet. What happened to Julius? Blood, come in. We're preparing to activate the Devouring Apocalypse. Director Sakaki, belay that order. Julius, it's us! Your friends! Wake up, please! Julius! You've taught me so much. Each of us can mend our shortcomings. When we're together, our weaknesses fade away. And only strength remains. Julius needs us more than ever. Let's bring him home. That's right. If we gave up on him now, all his dreams would be lost. And we're not gonna let that happen. So hold on, Julius. We're coming. Let's do this. We carry Romeo's strength inside us. There's no way we'll let Julius fall here! Ladies and Gentlemen, der König ist da. Ich frag nur, wie soll ich ihn nennen? König der Aragamis? König der Verschlingung passt. Oder nennen wir ihn einfach finaler Boss. Ich glaube, heilig? Heilig funktioniert gut genug. So. Also, finaler Boss Julius. Wette, das hättet ihr nicht am Anfang des Spiels erwartet.
Und ja, er macht gut Schaden. Er hat einiges an Leben. Und seine Angriffe sind ziemlich... Naja, harte Angriffe. Ich weiß nicht, was ich getroffen habe. Das ist die Befürchtung, dass es nicht er war. Hm. 1, 2, 3. Damit greift er quasi jeden von uns einmal an. Das weiß ich noch. Und er hat einfach hier seine Schneideangriffe. Projektil, Projektil, Projektil. Alles egal. Komm schon. Weltenöffner, genau. Und Laser. Ja. Es ist wirklich, wenn ich mir so vor, wenn ich mir die, ich weiß schon, wie das quasi wenigstens im Design-Team abgelaufen ist. Es ist dieses, bitte, wir brauchen hier einen König. Die seid ein König der Aragami. Und das ist das Design, das sie hatten. Und ich würde behaupten, es ist ziemlich würdig eines Königs. So. Ich muss gar nicht meinen Burst sammeln gehen. In 10 Sekunden kriegen wir ihn eh. Aber Leben sollte ich trotzdem aufpassen. Ehrlich. Auch wenn ich ihm nicht wirklich viel Schaden mache. Aber ich heile. Ja, ziemlich gut eigentlich. Ich weiß nicht, ob ihn das trifft oder nicht. Ich kann mir nur das Gefühl malen. Komm schon, anvisieren. Was ist dieser? Naja, Julius, Julius, Julius. Eigentlich kann ich ja einmal sterben. Darin besteht ja im Moment kein Problem. Seht ihr? Okay, ich glaube, da wurde ich sogar geheilt, bevor ich sterben konnte. Na je. Ich möchte noch nicht Lebensitems verschwenden, wenn ich doch eh wiederbelebt werden kann. Dementsprechend. Eigentlich. Yep, da bin ich wieder. Tada! Ja, aber jetzt spielen wir auch. Es ging mir eigentlich mehr darum, dass ich die Fähigkeit auch nutzen wollte, solange ich sie habe. Anstatt dass ich jetzt die ganze Zeit Items daran verschwende, mich am Leben zu halten. Aber jetzt muss ich wahrscheinlich eher auf meine Leben aufpassen. Ja, Nana, heil dich. Ich werde auch zuerst meine... Oh je. Ja. Seal hat's auch schon einmal erwischt. Nope. Da sollte man nicht dazwischen stehen. Wenn er es jetzt nur nicht die ganze Zeit einsetzen würde. Hier kann man wenigstens garantiert von dem Ehr reden. Laser incoming. Am meisten Angst habe ich irgendwie davor, dass mir hier Seal zu oft stirbt, sodass wir die Quest dadurch verlieren. Do what you were born to do. Ah, perfekt. Hm.
ihm da noch ein bisschen Schein reingehauen. Und die ganze Heilung, die wir davon kriegen, ist natürlich auch nicht zu unterschätzen. Autsch. Hey, ich möchte dich nur abballern, okay? Ich meine, er blinkt ja schon. Das ist immerhin etwas. Das hätte mich treffen sollen, vermutlich. Aber ich war mal wieder besser. So, eigentlich sollten wir jetzt auch einen sicheren Bruch haben. Davon habe ich aber auch noch nicht viel gespürt. Laser. Mehr Angst als quasi vor dem Laser zu stehen, habe ich eher, dass ich zu nah am Gegner, also hier am Weltenöffner dran bin, dass es mich trotzdem trifft, aber ich glaube, den Kampf haben wir so gut wie in der Tasche. Er blinkt schon ziemlich heftig. Also, wenn du nicht noch eine zweite Phase hast, dann war es das schon ziemlich bald. Und damit haben wir es. Nicht mal was zu futtern? Ja. Ich weiß, ich sollte Julius nicht essen und all das, aber vielleicht seine Klingen? Weißt du, du gibst mir hier über 30 Sekunden Zeit und ich kann hier trotzdem nichts machen. Außer hier quasi das Jesus Symmetry. Julius am Kreuz quasi anzuschauen. So, okay, hier habt ihr den König. Seine Schwerter fliegen immer noch. Das heißt, er kann nicht tot sein. Aber hey. Immerhin, finaler Boss, hinter uns. Jedoch, finaler Boss ist ja noch nicht das Ende. Ich meine, das wäre ja viel zu einfach gewesen. Ich meine, es ist das vorbei mit dem Kämpfen, das ist es. Aber wir haben noch Cutscene vor uns. Und ich gehe immer noch auf Burst-Verbesserung. Einfach weil, wie gesagt, vielleicht gibt es ja irgendwann mal noch die Fortsetzung dieses Let's Plays. Ja, Cutscene, du darfst beginnen. Hast meine Erlaubnis. Lass den Wolf nicht weiter rennen. They won't give in. Miss Takamine, this battle is not yet won. Go and get everything up and running. Hurry, woman! Got it, Director. Almost there. The bias field is being disrupted. It's just like the first. The bias field of a devouring apocalypse. Miss Takamine, report. Are we ready? Satsuki here. We're all set up for the show, Director. Just give us a spotlight. It's begun. Blood, retreat immediately! The field's fluctuating wildly. All right, let the song begin. I'm heading back to the lobby now. Get the live feed connected. You know, time to take the stage. Reporting. We may have a problem. Satsuki, what's going on?
doing here? Far East operators, come in. This is Captain Kota Fujiki calling. Over. We read you. We got this, so don't worry. Understood. Stay strong. Is this it, then? Is Miss Yuno's song fated to become our funeral dirge? What is that? Listen. The song. Can you all hear that? Can you hear it? You know your song. The whole world sings your melody. Bias fields are flowing towards Friar. They're coming from all over the world. Scientifically speaking, sound is little more than vibration in the air. But this is so much more. There is true power here. This is the power that turns the hope of one man to the hope of all. That takes one small drop and turns it to an ocean. The song of light calls to you. Summer days we lost in Aria. One candle fighting back the night. The song of light sings to you. Lights your skies anew, my love. Let the wind guide you. Let the song defend you. They're gaining strength. Both of the apocalypses are growing. They should begin simultaneously. 5 minutes and... No! 2 minutes and counting! Melody twining in rhythm. Emotion inherent in the words that we sing. Where music and hope align. Yes, this resonance will be wondrous. Blood Unit, it's as you heard. The apocalypse is rising. What's coming will be well beyond the realm of man's comprehension. Julius, you're all right! Please, come back with us! I would love nothing more, Nana, truly. Yet, I cannot stop the apocalypse from beyond this place. You have to stay. The singularity must remain here. That's the truth, isn't it, Julius? Yes. I am sorry, but I am bound to this place. There is no way for me to return. Then, we'll stay here with you. No, Shiel. No. You must go back.
I entrust to you the protection of every soul holding to this precious song. It's not an order. It's simply my heartfelt wish. My friends, this is where I must face my final battle. You cannot intervene here. You belong safe on the other side. It is the only way. If somehow, if you can forgive me, I want more than anything for us to fight together again. As one. As blood. Julius! Please. Thank you. It begins. All of you, fall back to your positions, all right? I can take it from here. As you wish, Julius. We'll keep everyone safe for you. I swear it. Gil, please. We can't just... Shield, sweetie, come on. We need to do as Julius said. You're one of us, Shield. And you always will be. We have to do this. So please stay with us. Be brave for Julius. Und die Credits. Tja. Das war mal ein Finale, hä? Musik gewinnt den Kampf. Wo Schwerter und Sensen nichts mehr auszurichten vermögen.
ist die Stimme stärker. Naja. Oder der Wille der Menschheit, wenn man so möchte. Ich find's nett, wie sich hier quasi jedes einzelne Instrument nennen. Zeigt ihnen wahrscheinlich, wie viel ihnen die Musik, wie wichtig ihnen die Musik hier war. Ja. Das wäre die God Eater 2 Storyline. Wie gesagt, das Spiel ist an sich noch nicht ganz vorbei. Es gäbe immer noch die Rage Burst Storyline. Und wie ihr euch vorstellen könnt, es gibt im Nachhinein wahrscheinlich auch noch vieles zu erzählen. Sachen, an die sogar ich noch nicht drangekommen bin. Weil ich noch nicht privat auch noch nicht weitergespielt habe. Aber das ist nicht für dieses Let's Play. Wie gesagt, ich halte die Möglichkeit offen, dass wir wieder hier hinkommen, ne, zu God Eater 2 Rage Burst und die Rage Burst Storyline durchspielen. Aber ich glaube, im Moment, für den Moment habe ich genug vom Spiel. Zeit für ein neues Projekt. Und, und ja, ich meine, ich habe eigentlich erwartet, dass ich jetzt aus diesem Let's Play rauskomme, aus God Eater rauskomme, quasi ausgebrannt. Halt ohne Willen ein nächstes Projekt anzufangen oder zu... Also ohne Willen quasi weiterzumachen. Aber ich hätte eigentlich... Es wäre jetzt nicht furchtbar, wenn das Let's Play weitergehen würde. In der Hinsicht macht sich das Spiel wahrscheinlich um einiges besser als das erste Spiel. Weil nach dem ersten Spiel hatte ich einfach genug. Ich hab's gesehen. Immer die gleichen Gegner da sind. Das hatte ich hier auch, aber hier belastet es mich weniger. Andererseits bin ich natürlich doch froh, quasi, wenn man auch mal wieder etwas Neues ausprobieren kann. Was ist das jetzt? Part 71? Na, da kann man schon mal wieder etwa ein neues Projekt anfangen. Wie gesagt, und das ist das, was ich tun werde danach. Ich meine, ich habe das ganze Let's Play schon meine Meinung zum Spiel gesagt, es mit Monster Hunter verglichen und alles. Und ich denke, wenn ihr Spaß an Monster Hunter-artigen Spielen habt, dann wird God Eater 2 Rage Burst garantiert kein schlechter Titel für euch sein. Es ist halt einfach um einiges actionreicher in dem Sinne. Schneller. Aber das muss ja an sich nichts Schlechtes sein. Die Charaktere sind natürlich... Es ist ein bisschen... Ja, die Charaktere... Die Charaktere sind jetzt nichts Weltbewegendes. Aber sie funktionieren in dem Spiel. Ich kann jetzt nicht rumlaufen gehen und sagen, dass quasi irgendeiner der Charaktere hier ist mein Lieblingscharakter, der je geschrieben wurde. Aber ich kann auch nicht sagen, dass ich quasi Probleme mit ihnen habe. Mit den meisten. Emil ist der Einzige. Und ja, den Rest. Ich mag sie. Nennen wir es so. Wir müssen ja nicht über die Qualität von ihnen quasi sprechen. Ich kann einfach sagen, dass ich sie mag. Und halt eben. Es ist... God Eater 2 ist für mich, es ist einfach mehr God Eater. Kann ich gar nicht viel sagen. Mehr dazu sagen. Die Waffen, die sie eingeführt haben, sind gut. Etwas, was mich am ersten Spiel ein bisschen gestört hatte, war halt, es gibt nur 3 Nahkampfwaffen und alle 3 sind Schwerter. Gott, das Ding wird immer größer. Irgendwann beginnt das Ding hier seine eigene Apokalypse der Verschlingung. auf jeden Fall, ja, Speer, Hammer und mein Favorit, die Sense, sind willkommen und ja, wie gesagt, ich habe die ganze Zeit über das Spiel gesprochen und ich weiß jetzt während den Credits auch gar nicht großartig, was ich noch dazu sagen soll. Ich denke, ich bin wirklich noch irgendwo, was kann man noch über das Spiel sagen? Ich meine, wenn es euch nicht gefällt, dann werdet ihr schon lange aufgehört haben zu schauen. Es ist...
Ich meine, wer es bis zu Part 71 schafft, der findet ja selber irgendeine Art Interesse an dem Spiel. Und naja, wie gesagt, wenn ihr Monster Hunter-artige Spiele mögt, dann ist God Eater 2 garantiert kein schlechtes Spiel für euch. Und alle anderen Monster Hunter-artigen Spiele. Was vielleicht Lord of Arcana. Ich bin wirklich. Was kann ich noch über dieses Spiel sagen, das ich nicht schon gesagt habe? Was mich natürlich relativ froh macht wieder, ist, wie sie quasi. Das ist. God Eater ist eine Serie, die hat kein Problem damit, Leute sterben zu lassen, wie wir jetzt hier sehen in Romeo. Und es wird auch ein Plotpunkt. Ja, ich meine, wow, es lässt Leute sterben, wie klasse. Aber es macht es. Ich weiß gar nicht, was es an God Eater ist. Es ist einfach quasi den Tod eines Mitstreiters anders anfühlen lässt, wie wenn ich jetzt zum Beispiel in einem Ego-Shooter jemanden verliere oder in einem anderen Action-Spiel. Vielleicht der erhöhte Emphasis, also der erhöhte Schwerpunkt in der Story von God Eater macht halt auch der Verlust eines Charakters schwerer. Oder vielleicht, dass es besser in Szene gesetzt wurde. Oh, schaut euch das an. Die Göttin, die eine Blume umarmt. Eine Blume, wie sie im Moment quasi entstanden ist, als Julius die Apokalypse der Verschlingung gebannt, versiegelt hat. So, haben wir das. Wenn ich mich jetzt nicht täusche, sollten wir einfach wieder in die Fernostabteilung kommen. Nee, Cutscene. Speichern. Ja, das dürfen wir speichern. Wir haben es geschafft. Die Welt ist gerettet. Sah am Anfang des Parts noch nicht so aus. Toll. Ja, ich warte jetzt quasi noch, bis wir wieder in der Fernostabteilung sind. Werde aber mit niemandem sprechen oder so. Das Einzige, was ich tun werde, ist den Part beenden und, naja, damit auch, genau, das Projekt. Ja, wie gesagt, wenn ich quasi Lust dazu kriege, und es dreht sich dabei wirklich nur um mich, dann wird auch God Eater, also die Rage Burst Storyline, machen wir die auch mal noch. Aber, wie gesagt, für den Moment erachten wir dieses Projekt als abgeschlossen und ja, ich bedanke mich in dem Sinne fürs Zuschauen. Wir machen weiter, wenn wir weitermachen. Freut euch aufs nächste Projekt oder wenn ihr das irgendwie spät in der Zukunft schaut und die Rage Burst Storyline wurde schon angefangen, dann freut euch vielleicht schon auf den nächsten Part, wer weiß. Ich danke herrlichst fürs Zuschauen und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal hoffentlich. In diesem Sinne, vielen Dank und ciao.